Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Ich grüße dich. Es freut mich, dass du wieder teilnimmst an meinem Kurs Marketing Reloaded. Du weißt, das ist ein Kurs bestehend aus 6 Modulen und soll das Basiswissen für ein erfolgreiches Online-Marketing und für eine erfolgreiche Online-Kommunikation dir in die Hand geben. Die 6 Module, die dich in diesem Kurs erwarten, sind einmal der Überblick, was wir schon gemacht haben, die Makroumwelt, die Mikroumwelt, die Strategie, der Marketingmix und die Kommunikation. Und heute befinden wir uns in dem Bereich Nummer 4. Es geht um die Strategie, speziell in diesem Video, jetzt um die Unternehmensstrategie und wie du für dich eine Unternehmensstrategie erstellen kannst. Ja, Unternehmensstrategie, also Marketingverantwortliche und Führungskräfte müssen sich also ständig Gedanken machen, wie sie das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft steuern. Und wie wir bereits gesehen haben, sind wir ja in einem fortwährenden Wandel und aus diesem Grund müssen wir uns halt immer wieder neu erfinden und auch unsere Businessmodelle überprüfen. Speziell hier haben wir in der Analysephase uns sehr detailliert in der Makroumwelt auch mit den Megatrends auseinandergesetzt und haben eben so beobachtet und beachtet, welche Dinge jetzt das Businessmodell in Zukunft verändern können und auch aktuell verändern. Die Unternehmensstrategie. Also letztendlich beschreibst du mit deiner Strategie den Weg aus deinem Heute, aus deinem erfolgreichen Heute hoffentlich, in ein erfolgreiches Morgen. Strategie hat also immer etwas mit deiner Zukunftsplanung, deines Business zu tun, also damit, wie du deine Kräfte und Mittel einsetzt, um eben auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Als CEO, Marketingleiter oder Verantwortlicher musst du dir also Gedanken machen, wie du dein Unternehmen durch die stürmischen Gewässer, zum Beispiel die Digitalisierung und die digitale Transformation, steuerst. Du musst also managen. Managen kommt von il mano, die Hand, und es bedeutet eben nicht nur zu reagieren, sondern aktiv zuzupacken, aktiv zu agieren und fortwährend deine Strategie zu kneten. Das heißt, die Zukunft deines Business aktiv zu gestalten. Welche Punkte solltest du dabei immer auf dem Radar haben? Also, es gibt sogenannte Steuerungsgrößen und ich zeige dir mal, was damit gemeint ist. Also einmal deine zukünftige Marktposition, deine heutige Marktposition, der Cashflow und die Liquidität. Was musst du hier beachten? Also, bei der zukünftigen Marktposition steuerst du über die Kundenbedürfnisse, über die technologischen Substitutionen und als Instrumente, als Tools hast du zum Beispiel die Bedürfnisanalyse, die Technologieportfolios und das Ganze solltest du eben ein bisschen langfristig anlegen, also für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Das hängt natürlich auch sehr, sehr, sehr stark davon ab, in welcher Branche und in welchen Märkten du dich befindest. Dieser Zeitraum kann länger sein, er kann aber auch stark verkürzt sein, je nachdem, in welchem Business du drinsteckst. Ganz wichtig natürlich die heutige Marktposition. Hier erwirtschaftest du ja deine Marktanteile und hast deine Kostenposition. Und das Instrument dazu zum Steuern für einen Marketingverantwortlichen sind eben Portfolioanalysen, Lebenszykluskurven etc. oder der Erfahrungskurveneffekt oder auch Boston-Effekt oder Skaleneffekte genannt. Der Zeithorizont hier vielleicht so circa ein Jahr. Wie gesagt, je nach Branche kann es kürzer und länger sein, der Fokus. Ganz, ganz wichtig der Cashflow, also deine Erträge und deine Aufwendungen. Die Tools dazu ist die Gewinn- und Verlustrechnung und die sogenannte Mittelflussrechnung. Alles sehr, sehr kurz- und mittelfristig angelegt. Und das Wichtigste, damit du überhaupt atmen kannst in deinem Unternehmen, das sind die Einnahmen und die Ausgaben, wobei immer deine Einnahmen natürlich größer sein sollen als die Ausgaben, die du tätigst. Und als Instrument hast du hier eben zum Beispiel den Geldzufluss oder deine Liquiditätsbudgets. Der Zeithorizont hier extrem kurz und denk dran, Liquidität
ist der Atem des Unternehmens. Okay? Gut. Unternehmensstrategie. Auf strategischer Ebene sollte dir dabei klar sein. Erstens, wer du heute aus Sicht deiner Kunden bist. Wer du heute aus Sicht deiner Kunden nicht bist. Und wer du aus Sicht deiner Kunden in Zukunft sein willst und kannst. Also in dieser letzten Frage steckt eben auch deine Vision, dein Leitstern, letztendlich deine Mission und dann letztendlich auch deine Ziele hin. Wohin willst du denn dein Schiff in Zukunft steuern? Wohin willst du dich in Zukunft bewegen? Und vor allem, wohin kannst du dich aufgrund deiner Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale in Zukunft überhaupt hin bewegen? Ja, also Unternehmensstrategie, du machst dir Gedanken, wer du in Zukunft sein willst. Das ist ein Soll, da willst du ja erst hin. Das zeigt dir auch, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen und Potenziale, wie ich gerade gesagt habe, du auch aufbauen musst, um diese Soll-Position in Zukunft zu erreichen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Unternehmensstrategie. Und denk dran, die Struktur deines Unternehmens folgt letztlich deiner Strategie. Und es gibt ja hier diesen berühmten Ausspruch von Chandler: Structure follows strategy. Jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs. Bei meinen Studenten erwähne ich das immer, weil es ein recht interessantes Thema ist. Für diejenigen, die hier vielleicht irgendwann mal eine Klausur schreiben, keine große Angst, dieses Blue Ocean und Strategie, die machen wir dann noch extra, ist also nicht Bestandteil von irgendwelchen Klausuren oder irgendwas. Aber für die Praxis ganz, ganz, ganz wichtig, da solltet ihr das wissen, das Blutbad in roten Ozeanen. Also neue Technologien schaffen eine höhere Branchenproduktivität. Das spüren wir tagtäglich. Hersteller bieten immer mehr Produkte an und Dienstleistungen als jemals zuvor. Das Problem ist, dass heute das Angebot oftmals eben die Nachfrage übersteigt. Und diese Veränderungen, die wir in der Makroumwelt diskutiert haben, also die Megatrends, die Digitalisierung, die Vernetzung und das Internet, sorgen alle dafür, dass sofortige Verfügbarkeit von Preisen einfach da ist. Ich kann per Handy Preise abrufen weltweit. Und ich kann mich über alle möglichen Produkte und Dienstleistungen informieren. Der Wettbewerber ist immer nur einen Wisch oder einen Klick von mir entfernt. Also die Folge, der Wettbewerb wird härter. Deswegen auch Blutbad in roten Ozeanen. Ja, all das führt dazu, dass wir eine zunehmende Vermassung und Angleichung von Dienstleistungen und Produkten haben, Preiskämpfen und sinkenden Gewinnspannen. Also alles wird sich immer ähnlicher und die Angebote werden immer ähnlicher und austauschbarer. Kunden treffen ihre Wahl oftmals dann, wenn alles gleich ist und kein Unterschied erkennbar ist, leider über den Preis. Und wie wir schon oft diskutiert haben, über den Preis marschieren als Strategie macht nur dann Sinn, wenn ihr wirklich Kostenführer seid und es euch leisten könnt. Ansonsten ist ein Kampf oder ein Wettbewerb über den Preis für alle Beteiligten eigentlich immer ruinös. Der Wettbewerb in fast allen Branchen wird also immer ruinöser. Sich wirklich als Anbieter zu differenzieren, wird immer schwieriger. Und diese Blue Ocean Strategy von Chan Kim, die ich euch empfehle zu lesen, ist ja schon von 2005. Also schon relativ alt, nur weil es alt ist, muss es nicht schlecht sein. Und viele Marketer haben sich auf diese Strategie eigentlich nicht eingelassen, obwohl die für mich oder meine Meinung eben etwas ganz Innovatives ist und was ganz Innovatives für dein Business sein kann. Deswegen jetzt in der Strategie, in der Unternehmensstrategie, ein kleiner Ausflug in die Blue Ocean Strategy. In der Blue Ocean Strategy gibt es sogenannte rote Ozeane. Und in roten Ozeanen versuchen alle Beteiligten, alle Anbieter, sich gegenseitig zu übertreffen und sich die Marktanteile praktisch wegzubeißen. Das heißt, in diesem Schwimmbecken, in diesem Meer, in diesem Ozean schwimmen ganz, ganz viele größere und kleinere Haifische und jeder versucht dem anderen den Marktanteil abzujagen.
Und die Wettbewerbsintensität ist hier extrem hoch. Also das ist praktisch das, was wir auch in dem Five-Force-Modell von Porter besprochen haben. Damit sinken die Gewinn- und Wachstumschancen. Produkte und Dienstleistungen, wie gesagt, verkommen eben zur Masse. Das heißt, der Endkunde erkennt eigentlich fast keine Unterschiede mehr und alle machen eigentlich irgendwie in der einen oder anderen Art das Gleiche oder bieten das Gleiche an. Dagegen ein blauer Ozean ist ein neuer Markt. In blauen Ozeanen versucht man, diesen ruinösen Wettbewerb in schrumpfenden Märkten aus dem Weg zu gehen. Und um das zu erreichen, empfiehlt diese Blue Ocean Strategy von Kahn Jim. Eben Blue Ocean, das heißt, die existierenden Branchengrenzen zu sprengen, aus diesen roten Ozeanen auszubrechen und in diesen blauen Ozeanen jenseits dieser Grenzen neue Spielregeln aufzustellen und hier praktisch mal die Intention hineinzustecken. Also mein Tipp: Versuch bei deinen strategischen Überlegungen, und wir sind da jetzt gerade in der Strategie, in der Unternehmensstrategie, versuch einfach mal den Punkt, ich habe dir diese drei Fragen vorher gestellt: Wer willst du in Zukunft aus Sicht potenzieller Kunden sein? Und gerade an diesem Punkt versuch mal anzusetzen und in diese Richtung Blue Ocean Strategy zu denken. Also versuche halte Ausschau nach blauen Ozeanen. Branchen werden immer in Bewegung sein. Also den Hype, den wir jetzt haben, um die Digitalisierung, um die digitale Transformation, um Digital Readiness, ist alles ganz gut und schön, aber was wirklich Neues ist es eigentlich nicht. Wir sind immer in der Bewegung, wir befinden uns immer in der Veränderung, es ist immer ein Change vorhanden. Und nutzt diesen Hype vielleicht aus und versucht, neue Märkte zu schaffen, die noch niemand für sich beansprucht. Okay, ich weiß, nicht einfach, aber es soll ja nur mal ein Tipp sein, einfach mal so über die Grenzen out of the box zu denken und nicht immer wieder die gleichen generischen Dinge durchzuspielen, weil deine Konkurrenten machen das dann genauso. Also halte Ausschau nach blauen Ozeanen. Die Grundidee von Kim Chan ist recht einfach und recht einfach zu erklären. Versuch dich also nicht in die existierenden Branchenordnungen gegen den Wettbewerb anzutreten. Versuch dem Wettbewerb auszuweichen. Und um das zu schaffen, musst du nach Chan einen neuen Nutzengewinn für deine Zielgruppe erschaffen. Was heißt es? Schaffe eine Nutzeninnovation. Nach Kim Chan strebst du gleichzeitig, und jetzt kommt's, eine Differenzierung und niedrigere Kosten für dich an. Okay, wie soll das gehen? Versuch einfach mal die klassische Logik auszublenden. Das heißt, deine Wettbewerber durch eine noch bessere Lösung, durch noch perfideres Auftreten für vorhandene Probleme auszustechen. Versuch einfach mal, das Problem neu zu definieren. Nutzeninnovationen erzielt man dort, wo sich ein neues Angebot sowohl auf die eigenen, also auf deine Kosten, als auch auf den Nutzen des Angebots für die Bedarfsgruppe vorteilhaft auswirkt. Kosteneinsparungen erzielt man durch die Eliminierung von Faktoren, auf denen der bisherige Wettbewerb in einer Branche beruht. Das heißt, der Nutzen für die Bedarfsgruppe wird dadurch erhöht, dass man die Elemente, welche die Branche bisher kaum oder noch nicht geboten hat, gezielt erhöht oder eben ganz neu kreiert, ganz neu schafft. Also der Tipp: Erhöhe den Nutzen für die Bedarfsgruppe und reduziere dabei deine, Entschuldigung, ist ein Rechtschreibfehler, deine eigenen Kosten. Achtung! Du wirst mir jetzt sicher entgegenhalten: Hallo, 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 wir sind doch hier in der Strategie und wir haben doch in diesem Marketing-Management-Prozess, haben wir doch nach der Ampelsystematik aufgeteilt. Analysephase, Makro, Mikro, Umwelt, dann als nächstes die Strategie, dann die operative Umsetzung im Marketing-Mix und dann der Kommunikationsmix. Und jetzt sind wir doch in der Strategie und jetzt erzählst du wieder was von Analyse. Das ist richtig, ja, aber genau das meinte ich ja, als ich euch zu Beginn dieses Kurses sagte,
dass wir ganzheitliches Marketingmanagement betreiben und das ganzheitliches Marketingmanagement eigentlich iterativ ist. Das heißt, es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Das ist einfach eine Visualisierungshilfe, dieser Prozess. Aber in echt springst du immer von dem einen Punkt zum nächsten, optimierst, gehst wieder zurück, veränderst was, analysierst wieder, gehst wieder nach vorne, gehst zurück, knetest deine Strategie und optimierst und beobachtest, und deswegen sollst du auch messen, um dann praktisch wieder in die Optimierungsrunde einzusteigen und diesen Prozess erneut durchzuspielen. Okay? Also, wir sind bei der Strategie. Also versuch dich neu zu erfinden. Ja? Erfasse in deinen Analysen, in deiner Mikroumwelt, wahrscheinlich hast du es ja schon gemacht oder haben wir es ja schon gemacht, auch die gegenwärtige Ist-Struktur im aktuellen Markt. Damit erkennst du, wo deine Wettbewerber aktuell investieren und wie die Grundlage in dieser Branche aktuell aussieht. Und was die Bedarfsgruppen aktuell als Lösungsangebot durchwegs über die Branche hinweg erhalten. Okay, skizzieren wir nun mal so eine strategische Struktur. Das Beispiel habe ich aus dem Buch Blue Ocean Strategy von Chan und seinen Studien übernommen. Also, schauen wir uns mal an die 7 Hauptfaktoren in der US-Weinbranche. Das heißt, was bestimmt diese Branche? Was sind die Kriterien? Also es ist einmal die Preise, der Preis. Es sind einmal Fachtermini für Kenner. Wie spricht man über den Wein? Was hat der Wein alles? Der Fachjargon, der hier verwendet wird für den Weinkenner, um die Qualität besser ausdrücken zu können. Dann natürlich die Verkaufsförderung von diesem Wein. Dann die Alterungsfähigkeit, wie alt ist der Wein, wie muss man den lagern, wie alt darf und kann der werden, etc. etc. Das Prestige natürlich, was ist das für ein Wein, wo kommt er her, um welche Marke geht es da, worüber reden wir eigentlich? Und natürlich die Komplexität des Weines. Ja. Wein ist nicht Bier, das man einfach hinunterschüttet, sondern Wein ist etwas Besonderes. Wein sollte man kennen, Wein zu bestimmten Anlässen etc. etc. Also der Wein ist sehr komplex. Und natürlich dann die Palette der unterschiedlichen Weinsorten. Also diese 7 Hauptfaktoren, die ich jetzt genannt habe, das ist so diese strategische Struktur oder Kontur der US-Weinbranche. Ob sie heute noch so ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wird es Nachahmer gegeben haben, weil dieses Konzept recht erfolgreich war, das ich euch jetzt hier zeige. Und es kann sein, dass sich die Branche verändert hat. Aber das Spiel, die Vorgehensweise ist eigentlich immer die gleiche. Also Hauptfaktoren einer Branche ausmachen, diese strategische Struktur zu erkennen. Und dann eben einzuteilen, zu sagen, okay, von dieser Struktur, welche Punkte sind eben niedrig anzusetzen, an welche Punkte werden eben sehr, sehr stark beachtet, auf welche Punkte wird gesetzt, was ist also hoch. Und wenn man sich jetzt diese Kontur, diese strategische Kontur ansieht, zum Beispiel für die Premium-Weine, dann sieht diese Grundstruktur über die ganze Weinbranche der Premium-Anbieter in USA ungefähr so aus. Ja, also alle recht weit oben, diese 7 Faktoren werden diskutiert. Das heißt aber, alle spielen in dieser Liga hier oben und ihr seht schon, die Struktur ist fast gleich, hat alles die gleichen Höhepunkte und alle besprechen, bewerben und stellen diese 7 Faktoren in den Fokus. Und genauso sieht es bei den Billigweinen auch. Auch hier haben alle eine ähnliche Struktur, die sich natürlich von den Weinen der Premium-Weine unterscheiden. Aber letztendlich sind es wieder diese 7 Hauptfaktoren. Und was halt auffällt, es ist wieder für alle Anbieter hinweg die gleiche Kurve, die gleiche Kontur, die gleiche Struktur, mit der man hier ins Feld zieht. Das heißt, dieses Chart zeigt uns sehr schön, wie der Weinmarkt in den USA strategisch strukturiert ist oder vielleicht war. Und trotz der Vielzahl der Bewerber, sowohl im Premium- als auch im Billigbereich, kämpfen eben, wie wir gesehen haben, alle mit den gleichen Bandagen, alle mit demselben strategischen Profil und versuchen sich dann in diesem Profil zu differenzieren. Wobei man aber schon erkennen kann, dass es hier natürlich sehr, sehr, sehr wenige Differenzierungsmöglichkeiten gibt, weil alle eben dieser gleichen Kontur folgen. Und jetzt erkennst du schon, worauf
diese Blue Ocean Strategy hinaus will, eben diese Strukturen aufzubrechen. Ja, also, das heißt, die aktuelle strategische Struktur zu verändern. Wie macht man das? Also mit Blick auf die Kunden, auf die Bedarfsgruppen, alleine kommt man hier eben sehr oft auch nicht weiter. Ja, weil in den Fokusgruppen Kunden werden dir bei klassischen Befragungen, Interviews, Fokusgruppe eben auch nicht viel neuen Input liefern. Meistens wollen sie dann mehr von dem, was derzeit angeboten wird, für weniger. Also mehr für weniger. So, und jetzt kommt eine strategische Leistung eigentlich. Ja. Am Beispiel des Weinherstellers Capella, das war das Beispiel in dieser Studie von Chan. Eines zeigt Kim Chan eben sehr schön, wie man den eingefahrenen Knoten im Kopf durchtrennt. Also wie man dieser Kontur entkommen kann. Ein Blick über den Tellerrand in andere Spirituosenbranchen zeigte hier zum Beispiel, dass der Kunde mit Blick auf die Komplexität des Weines, die man ja sogar noch hervorhebt, einfach überfordert ist. Also der amerikanische Weintrinker, der eigentlich nicht so viel Wein trinkt, trinkt deswegen wahrscheinlich so wenig Wein oder hat so wenig Wein getrunken, weil er einfach von welchem Wein trinkt man wann, zu welchem Anlass, wie lagert man den Wein, wie kalt muss er sein, wie warm, etc. etc. Also diese Komplexität hat ihn komplett überfordert. Und jetzt bietet diese Blue Ocean Strategy, Kim Chan, bietet eben das sogenannte Vier-Aktionen-Format an, um auf eine neue Nutzenkurve zu kommen. Ja. Das heißt, nun wurde das strategische Profil, also denkt an das Chart, diese sieben Bereiche der USA, neu skizziert. Und dieses Vier-Aktionen-Format ist dabei sehr, sehr hilfreich. Und ihr seht schon, ihr könnt es dann eben für eure Branchen, wo ihr drin seid, für deine strategische Kontur, kannst du das dann genauso einsetzen. Also ich habe das mal gemacht für eine Agentur und ich denke, das ist schon sehr, sehr hilfreich und es kann schon ein sehr, ja, mal oft provokanter, aber dafür innovativer Ansatz sein, wobei es sich lohnt, das einfach mal gedanklich in der strategischen Arbeit durchzuspielen. Also verschiebe deinen strategischen Fokus. Neue Nutzenkurve. Wie komme ich drauf? Einmal Reduzierung. Das heißt, ich überlege mir, wenn ich diese Nutzenkurve, diese strategische Kontur meiner Branche gezeichnet habe, welche Faktoren müssen bis weit unter den Standard der Branche reduziert werden? Was kann ich reduzieren? Also weniger machen. Und welche Punkte könnte ich sogar eliminieren? Also welche Faktoren, die als selbstverständlich in der Branche betrachtet werden, müssen oder können eliminiert werden? Und der nächste Punkt, kreieren. Welche Faktoren, die bisher noch nie in der Branche geboten wurden, müssen oder können geschaffen werden? Also ich nehme noch etwas hinzu, was alle anderen in der Form nicht beachtet haben oder noch nicht beachtet haben. Oder ich steigere, also welche Faktoren müssen weit über den Standard gesteigert werden. Also ich versuche einfach die Klaviatur anders einzustellen, anders zu gewichten. Yellowtail, also ein australischer Weinhersteller, hat es für den USA-Markt gemacht und ihr erkennt wieder diese beiden Kurven. Oben die Premium-Weine, die Grundstruktur, die strategische Kontur. Und drunter die Billigweine. Und Yellowtail hat gesagt, wir müssen einfach was anderes machen und hat sich wie folgt so positioniert und eine neue strategische Kontur geschaffen. Also sie haben Bereiche dazu addiert. Also einmal die leichte Trinkbarkeit, was alle anderen nicht verwendet haben. Die einfache Auswahl von Weinen und dann Spaß und Abenteuer. Macht einfach Spaß, Wein zu trinken. Und die Kontur, die sie hineingelegt haben, hat dann so ausgesehen. Also leichte Veränderungen, Reduzierungen von vielen, vielen Dingen, die nicht so wichtig sind. Also Fachtermini komplett runter. Jetzt gibt es sogar Erklärungen auf dem Weinetikett. Also Fachtermini für den Kenner runter, es einfach zu machen, es erklärbar, verständlich zu machen, Verkaufsförderung runtergefahren. Alterungsfähigkeit auch nicht groß diskutiert.
Prestigewein, das Prestige gar nicht so in den Vordergrund gestellt, die Komplexität auch so weit wie möglich nach unten gefahren, sehr nach unten gefahren. Palette auch sehr, sehr, sehr überschaubar und dafür eben ganz hoch die neuen Punkte in eine ganz andere Richtung sich positioniert. Also, nutze dieses Vorgehen, das war ein Tipp, wenn du in der strategischen Planung feststeckst, und spiel das einfach mal durch. Das beschriebene Modell der Blue Ocean Strategy ist eben ein analytisches Werkzeug, das du durchspielen solltest, wenn du merkst, dass du strategisch in einem extrem wettbewerbsintensiven roten Ozean festgefahren bist. Und es hilft dir eben bei der Frage, die wir vorher aufgeworfen haben, wo stehst du heute und wohin willst du in Zukunft dich bewegen? Also, der Tipp, schaffe eine Nutzen-Innovation. Ja, das ist rekonstruktivistisch, erhöhe den Nutzen für die Bedarfsgruppe und reduziere dabei deine eigenen Kosten. Ja. Also, nutze das Vier-Aktionen-Format, stell die bisherigen strategischen Spielregeln auf den Prüfstand und versuche eine Differenzierung bei niedrigeren Kosten zu schaffen. Okay. Das war der kleine Ausflug in die Blue Ocean Strategy. So, kommen wir nun wieder von diesem kleinen Ausflug in die Ozeane zurück. Wir sehen, dass das Formen einer Strategie ein sehr, sehr schwieriger Prozess ist und ein fortwährender Prozess. Auch die Blue Ocean Strategy, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, ist ja nur eine Empfehlung von vielen, wohin die Reise gehen könnte. In der Analysephase, die wir in der Makro- und Mikroumwelt ausführlich durchgespielt haben, haben wir auch unterschiedliche Tools kennengelernt. Und du erinnerst dich, das waren zum Beispiel die Wettbewerbspositionen nach Porter, links drüber in die Konzentration, rechts in die Expansion. Die Konzentration, ihr erinnert euch sicher noch, bestehend aus, wisst ihr noch die Punkte, was waren? Es waren einmal der Nischer, der Spezialist und der effiziente Kleine. All die drei, die über der Branchenrentabilität sich halten können und rechts außen eben der Kostenführer meist, der über Expansion groß geht. Alle vier Positionen über der Branchenrentabilität und das war dann eben die U-Kurve, alles andere unten im Tal der Tränen, in dem unteren Sockel, in dem unteren Feld des Us. Und ja, das sind sogenannte generische Strategien, die habt ihr kennengelernt und die sollt ihr auch mal in diesen Fällen bitte durchspielen. Aber denkt dran, alle Tools, auch die von den Portfolioanalysen, geben ja nur eine Empfehlung. Entscheiden musst du selber und denkt dran, das sind generische Strategien, also Empfehlungen. Um dir mal so das Spielzeug an die Hand zu geben, welche generischen Strategieempfehlungen gibt es denn? Was wird diskutiert? Wir haben das auch im Kurs besprochen. Es ist einmal das Halten. Das heißt, wir sind mit unserer heutigen Position zufrieden und ergreifen Maßnahmen, um sie auf Dauer zu halten. Also Halten ist nicht einfach Füße hochlegen und nichts machen, sondern ist auch schon enorme Arbeit, die Ergebnisse und das, den Status quo, den man momentan hat, zu halten. Ja, dann die Expansion. Wir wollen massiv wachsen und Marktanteile hinzugewinnen. Und der nächste Punkt, die Konzentration. Wir konzentrieren unsere Kräfte, wir straffen unsere Aktivitäten bezüglich der Märkte, der Kundengruppen, der Technologien. Und dann eben auch die Spezialisierung. Wir heben uns klar und deutlich von den Wettbewerbern ab und wir bringen aus Sicht der Kunden, das ist ganz, 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 ganz wichtig, eine spezielle Leistung, sind einzigartig und können eben deswegen auch höhere Preise verlangen. Ja, und dann haben wir die Kooperation noch. Das heißt, wir suchen die Kooperation, um am Markt schlagkräftiger zu werden und oder rationalisieren zu können. Und dann gibt es noch den geplanten Rückzug. Wenn ich sehe, ich habe keine Chance mehr, dann ziehen wir uns eben aus einem bestehenden Geschäftsfeld, es nicht mehr funktioniert, geplant zurück. Also schau dir die Dinge nochmal an. Halten, Expansion, Konzentration, Spezialisierung, Kooperation und geplanter
Rückzug. Diese Strategien sollte jeder Marketer und jeder Stratege kennen. Dran denken, es sind alles generische Strategien und zu denen dazu dann vielleicht noch die Idee mit der Blue Ocean Strategy. Also, in deiner Strategie sollte es also darum gehen, deine Kräfte auf das Wesentliche an der entscheidenden Stelle zu konzentrieren. Gemeint ist die Fokussierung auf deine Kernkompetenzen. Und das passt eigentlich auch sehr schön mit diesem Blue Ocean Strategy Gedanken, nur dass du da eben noch die Kontur zusätzlich verschiebst. Aber der Gedanke der Fokussierung, der Bündelung ist eigentlich recht überzeugend. Hatte man früher die Diversifikation, also überall mitzuspielen, hat man natürlich nicht die Wucht, den Druck, die Schlagkraft, die man hat, wenn man sich irgendwo konzentriert und man verteilt seine Kräfte, man verzettelt sich, man diversifiziert. Dagegen ist die Fokussierung, also die Konzentration immer besser oder in den meisten Fällen besser, weil eben die Power, die dann da hinten steckt, auf diesen Punkt konzentriert, gebündelt ist und du deine Kräfte spitz formieren kannst und sehr, sehr schlagkräftig wirst dadurch. Also der Gedanke der Fokussierung, diese Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen ermöglicht dir, deine Kräfte zu bündeln, Ballast abzuwerfen und dich nicht breit zu verzetteln. Und wie gesagt, schau mal, in den Gedanken passt dieses Blue Ocean ganz gut rein, obwohl du da zusätzlich eben noch die Kontur, die strategische Kontur, veränderst. Wer alles machen will, macht nichts richtig. Also überleg dir, wofür willst du aus Sicht deiner Kunden in Zukunft stehen? Aber auch ganz, ganz wichtig, wofür willst du nicht stehen? Wer bist du nicht? Also, wir haben gesehen, mit deiner Strategie legst du also fest, welche Lösungen, Produkte, Dienstleistungen oder Ideen du in welchen Märkten verkaufen willst oder erfolgreich verkaufen kannst. Und wie gesagt, denk an unseren kleinen Schlenker der Blue Ocean Strategy. Vielleicht erschaffst du ja einen neuen Markt und gehst diesem Schlagabtausch in diesen blutroten Gewässern einfach aus dem Weg. Ja, damit ist deine Strategie eine Art Absichtserklärung, die festzurrt, wo deine Ziele liegen und wohin du marschierst und welche Moves du jetzt in Zukunft machen wirst. Also eine Strategie blickt dorthin, wo das, was weiter vor dir liegt, ja, und verlangt eben längere Ziele. Du schaust ganz, 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 ganz weit nach vorne und es hat eben auch mit deinen Visionen und mit dem Leitstern da, wo du hin willst, zu tun. Okay, also bei der Unternehmensstrategie, darauf solltest du unbedingt achten. Prüfe also immer, auch wenn es dir schwerfällt, ob das, was du täglich tust, wirklich auf deine langfristigen Ziele einzahlt. Und ihr wisst, wie oft man sich im Tagesgeschäft verzettelt, verzettelt, verzettelt. Man arbeitet, man ist so mit dem System beschäftigt, dass man keine Zeit hat, an dem eigentlichen System zu arbeiten und wundert sich, wenn es dann nicht funktioniert. Man war doch so fleißig, man hat doch jeden Tag gearbeitet, man hat so viel getan und ja, wahrscheinlich hat man das Falsche getan und erkennt das dann hoffentlich noch rechtzeitig, um dann eben strategisch umzuplanen. Also die drei Phasen, denk dran, Analyse, Planung und Umsetzung und dann natürlich ganz wichtig die Implementierung, aber auch darüber werden wir noch reden. Das sind die drei Phasen, die Analyse haben wir und jetzt befinden wir uns eben in der strategischen Planung. Wie machen wir das? Wie kommen wir dahin? Überleg dir also, wo willst du deine Kräfte einsetzen? Beobachte deine potenziellen Kunden, beobachte dazu dein Umfeld und du erkennst die Probleme, Lücken, Engpässe deiner Bedarfsgruppe. All das haben wir ja in der Analyse gemacht. Also geh einfach ein paar Videos zurück. Und hierauf fokussiere und biete deiner Bedarfsgruppe genau die Lösung an, die deren Schieflage beseitigt oder wieder beseitigt und sie wieder erfolgreich macht. Also Thema Motiv, Schieflagen und Bedürfnis. Ihr wisst,
haben wir besprochen. Gibt es auch unterschiedliche Videos dazu. Ich glaube, allein zu den Motiven habe ich euch drei rein. Hört euch die nochmal an, schaut euch die nochmal an. Das heißt, wenn du bis jetzt meinem Schema gefolgt bist, von diesem Marketing-Management-Prozess im Rahmen dieses Marketing Reloaded, dann hast du dich in der Mikroumwelt im Rahmen der Motivforschung bereits mit den Problemen deiner Bedarfsgruppe ausführlich beschäftigt und diese erarbeitet, herauskristallisiert. Du kennst also die Lücken und die Engpässe und auf das musst du jetzt bei der strategischen Planung natürlich zurückgreifen und das seht ihr, dass sich der Kreis, dieser iterative Kreis dann schließt. Bedürfnis und Lösungsangebot. Check nun, ob du in der Lage bist, ob du die Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale hast, das Problem, das erkannte Problem deiner Bedarfsgruppe zu lösen. Und überleg dir, ob du neue Wege der Problemlösung findest. Und wenn du die Lösung bist, dann wirst du und deine Leistung von der Bedarfsgruppe gesucht. Brauchen wir dann später in dem Bereich SEO, also Search Engine Optimization. Du wirst akzeptiert und in Anspruch genommen. Okay, noch einen kleinen Schlenker. Also am Anfang, haben wir aber auch schon besprochen, steht immer das Ereignis und das Gefühl. Und denk dran, wir haben es besprochen, subjektive Wahrnehmung, die subjektive Wahrnehmung deiner Zielgruppen, deiner Bedarfsgruppen entscheidet. Das heißt, alles beginnt im Kopf deiner Zielperson. Ich wiederhole es nochmal. Ein Ereignis führt zu einer Schieflage, einem Engpass. Die Zielperson fühlt sich jetzt unwohl. Und jetzt entsteht die Motivation, ein Handlungswille, etwas zu verändern. Ich will dieses gute Gefühl wieder, ich will da und da wieder hinkommen. Und die Person geht auf die Suche, sie sucht nach Lösungen, um den Engpass, die Lücke zu beheben. Also, versuche diese Ereignisse zu erspüren. Karl Gratz fragt immer, was passiert vorher. Also sehr intelligent, nicht nur auf das eigene zu gucken, was ist denn die Schieflage, was geht, was habe ich für ein Problem etc. etc., sondern er sagt, blick doch mal dahin, was war denn das Ereignis, was war vorher, das zu dem und dem geführt hat. Denk aber auch in die Zukunft, was wird wahrscheinlich demnächst passieren, wo werden Lücken entstehen und was kann ich wo, wann und wie bieten. Und fehlt dir die Kompetenz dann dazu, dann musst du sie eben gezielt aufbauen. Ausreden gibt es keine. Also, werde zum Problemlöser. Positionier dich als Problemlöser. Bring die beste Leistung, die beste Lösung und kommuniziere dies an deine Bedarfsgruppe. Du musst top of mind werden. Und denk an Blue Ocean und weiche, wenn möglich, in einen blauen Ozean aus. Sorge dafür, dass du als Problemlöser für die brennendsten Probleme und die dringendsten Wünsche gefunden wirst. Ja, damit sind wir nach schlappen 38 Minuten schon wieder fertig mit diesem etwas lang gewordenen Video. Aber ich denke, die Unternehmensstrategie ist so wichtig, dass wir uns da auch ein bisschen länger damit beschäftigt haben. Meine Studenten, das ist ein wichtiges Klausurthema in der Praxis. Es ist ein wichtiges Thema für die Praxis, für alle anderen, die es mehr interessiert. Ich mache da mehrere mehrtägige Workshops. Ich habe auch noch viele Handouts und ich habe sehr viele Navigats zu diesem Thema. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer, es würde mich freuen, wenn du dir die anderen Movies auf meinem YouTube-Channel ansehen würdest. Und als kleines Dankeschön, weil sie alles nichts kostet, würde ich mich freuen, wenn du meinen Channel abonnierst. Okay, also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Karl Peter. Danke, tschüss.